Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Pro Street, wo wir inzwischen uns vier wirklich sehr, sehr gute Wagen zugelegt haben, dadurch auch eine ausgewogene Kombination für die Renntage haben, und damit wollen wir natürlich weiter einige Renntage erfolgreich bestreiten. Deswegen gehen wir direkt mal auf die Karrierekarte und gucken uns hier um. Ja, Autopole 2 hatten wir jetzt gemacht, und ich würde vorschlagen, jetzt legen wir direkt los in dieser Aufnahme mit dem nächsten Renntag, wieder die React Team Sessions Tokyo Dokia 2. 6 Rennen sehe ich da verfügbar. Das sind doch einige, die wir durchaus absolvieren sollten und könnten. Für den Grip nehmen wir den 53Z natürlich mit. Für den Drag den Impreza in Camouflage. Und für den Drift unseren GTO, den wir gewonnen haben im Auftakt-Event der React Team Sessions. Ich denke mal, das sollte hinhauen. Ja, würde ich auch vorschlagen. Wir fangen am besten mal mit dem Grip-Rennen an, bevor wir uns hier länger das ja, durchaus interessante, aber nicht ganz sinnvolle Gesprachsel des Kommentators anhören. Wollen wir doch mal sehen. Boah, ein Super mit 576 PS, also da sind wir aber ganz weit hinten mit unserer PS-Zahl. Ich hoffe, wir können trotzdem mithalten. Mal sehen. Naja, Polizei von Tokio ist hier auf jeden Fall auch mit am Start, wie ich das verstanden habe. Und wir legen gleich los. Mit ein wenig, ja, mit einem wenig leichten Schaden, wie es aussieht. Das ist natürlich alles in allem nicht das, was ich mir erwünscht habe. Und wir hängen ja auch gerade ein bisschen weit hinten. Aber interessant, was er eben erzählt hat, der Stadionsprecher, von wegen Polizeihubschrauber über der Strecke. Da ist wohl hier nachts schon mal jemand rumgefahren. So, dieser achte Platz ist bei allem Respekt nicht gerade zufriedenstellend für uns. Aber die Jungs scheinen hier einiges an Gegenmaßnahmen bieten zu wollen. So, dann schieben wir die hier mal zusammen. Zwei Plätze haben wir gut gemacht und das Feld ist auch noch relativ dicht beisammen. Aber nicht du, dich genug für meinen Geschmack. Habe auch lange nicht mehr gezockt. Das ist jetzt meine erste Aufnahme überhaupt nach Weihnachten. Von dem Spiel generell. Also war länger nicht mehr dabei. So. Da kam ja auch das Special über Weihnachten. Da hatte ich auch ordentlich mit zu tun. Auch wenn es ja, im falschen Format aufgenommen wurde und ich es dann nicht mehr retten konnte vor der Aufnahme. Aber gut. Genug davon. Was man schon mal sagen kann, ist, dass wir uns auf Platz 2 vorgefahren haben, und so langsam sollten wir uns ranhalten, denn nun ja, wir sollten noch gewinnen. Mal, Leute, bin ich doof oder was war nochmal Nitro? Gut, den haben wir jetzt überholt. Aber was hatte ich denn, mit was hatte ich denn hier Nitro belegt? Ich finde gerade nicht meine Nitro-Taste. Ach, ich glaube, ich weiß, was es war. Aha. Hab nämlich, wie gesagt, ja diesen Special NFS Carbon ein bisschen gezockt. Und da ist die Nitro-Belegung anders wie eigentlich in jedem NFS. Und daher war ich mir nicht ganz sicher. Sieht ein bisschen aus wie Monaco hier mit dem Tunnel. Sehr, sehr geil. Ich glaube, dieses erste Rennen geht an uns. Auch wenn wir gleich hier fast schon mittleren Schaden haben nach diesem Rennen. Oh, da mussten wir jetzt ein bisschen Stoff geben. Boah, wir sehen richtig scheiße aus. Aber haben den Sieg. Sehr gut. 2.18.06. Solide. Ja, und das gibt schon gute Punkte und Geld natürlich auch. Ich bin immer noch dabei, ordentlich Geld zu sparen, damit wir Wagen für Wagen langsam upgraden können. Jo, denke ich auch. Wir haben schon auf uns aufmerksam gemacht und ich mache jetzt einfach mal zur Abwechslung einen kleinen Drag gegen Pete Carter im GTO. Ja, Dragwagen ist, glaube ich, der nächste, den wir updaten werden. Mir wurde gesagt, dass der Impreza wirklich gut eigentlich für Grip ist, dass er da richtig krank ist, aber beim Drag eigentlich nicht so. Und ich glaube,
glaube ich eigentlich, das stimmt. Da sollte man eher so ein richtiges Muscle Car nehmen, wie unser Gegner. Das bockt schon eigentlich. Und das wäre dann der nächste Wagen, den ich mir mal holen möchte. So, Wahnsinns-Burnout, das war doch in Ordnung. Wie ich schalte, weiß ich zum Glück noch. Perfekter Start. Na komm, Nitro, lad dich auf. Naja, hat nicht mehr ganz gelangt, aber F34 ist durchaus solide, denke ich mal. Vor allem, wenn unser Gegner nur 15 hinbekommen hat. Jo, ganz deutliche Führung. Nice. Dann werden wir im nächsten Lauf mal ein bisschen mehr Risiko gehen und versuchen, ein bisschen früher loszufahren gegen Sadatake Ueshima. Dann wollen wir noch mal sehen. Tempo, Tempo, Tempo. Jo. Sieht in Ordnung aus, alles. Schön heiß laufen lassen, die Scheiße. Guter Burnout nur, verdammt. Ja, es war eigentlich klar. Ich habe es ja schon gesagt. Aber ich glaube, an unserer Zeit ist trotzdem niemand rangekommen. Nee, deutlich nicht. Aber der Frühstart hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Na gut, Dominic Wilkins im RS4 mit 424 Pferdestärken. Da sind wir mit den 300 nicht ganz so gut dabei. Aber unser Camouflage-Subaru ist einfach geiler als jedes einzelne Auto, gegen das wir antreten. Das muss man mal so sagen. So. Jetzt stehen wir auch mal hier auf der Seite näher beim Schiff. Ja, ach was, zweimal DNF, aber die erste Leistung reicht uns und ja, richtig fett Punkte wieder und Kohle kassiert. Tja Leute, und ihr wisst, was euch erwartet, es ist mal wieder dasselbe, ich kann nicht weitergehen, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Ich sehe euch gleich wieder nach dem Rennen. Mann, 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 dieser Bug ist echt nervig. So, erneut der Sieg für uns und... dieses Mal können wir weiter. Sehr schön. Also es ist doch ein wenig nervig, dass es manchmal nicht klappt. Ja, und deswegen fahren wir auch hier gleich weiter die Rennen und holen uns nicht das Gelaber des Herrn Kommentators an, denn wir haben noch einen weiten Weg für uns und den wollen wir natürlich auch abschreiten. So, wir sind in Gruppe B. In der langsamen oder in der stärkeren Gruppe, die etwas weiter hinten startet. Und das ist mir ehrlich gesagt lieber, weil dann kann ich mehr Leute überholen und habe sozusagen mehr als Gegner. Unser Nissan sieht auch richtig geschrottet aus. Boah, da ist die Lady aber noch im letzten Moment verschwunden. Ich wollte mal gucken, ob die zur Seite springt oder so. Aber ganz so weit ging die Fantasie der Entwickler dann doch nicht, dass der Spieler hier die wunderschöne Fahnenfrau überfahren will. So, die Runde sieht richtig geil aus und ist auch relativ kurz. Wieder so Autobahnring angenähert hier, aber eben nicht ganz. Ja, und das war doch relativ dilettantisch, aber wir führen. Ja, er hat nicht ganz genau gesehen, was da in der Kurve passiert ist. Wir aber schon, denn wir sind da voll reingezimmert. Okay. Das war alles in allem nicht gut, denn jetzt sind wir nur noch auf Rang 2. Sag ich mal, im den Windschatten, dieses Schnuckelchen da vorne. Zack. Irgendwie liegen mir die Kurven noch nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Und man merkt, dass unser Wagen auch nicht ganz so gut in Shape ist. So, unser erster Verfolger klebt direkt uns am Arsch. So, gleich mal auf die Überholspur kleben, weil mit den Jungs, die sind mir zu langsam, mit denen will ich... Scheiße. Nichts zu tun haben. Und jetzt haben wir einen schweren Schaden. Und das ist jetzt unwitzig. Vor allem, wenn wir noch das Zeitfahren vor uns haben. Ersatzwagen haben wir ja nicht. Das heißt, jetzt ein bisschen vorsichtiger fahren. Wahrscheinlich werde ich sogar einen Reparaturgutschein verschleudern. Aber der Typ hängt da hinten jetzt ein wenig hinter den der Gruppe A. Also mein Kontrahent der Gruppe B. Ich glaube, jetzt ist er vorbei tatsächlich, aber es dürfte zu spät gewesen sein. Boah, da unten blinkt alles schon rot. Ich bin nicht gerade amused darüber. Daran, wie ich diese Kurve hier nehme, merkt man vielleicht, dass ich auch ein bisschen Schiss habe. So, die Zielzeit ist aber trotzdem um gute 30 Sekunden schon überboten von uns.
Na los, na los, na los. Jetzt nicht noch hier überholen lassen. Ei, 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 Junge, Junge, Junge. Das war knapp sogar. Ja, wir haben den Sieg auch geholt in 2:16:63. Schöne Sache. 3600 und es geht sogar weiter. Ich bin sehr froh und Streckenrekord gebrochen sogar. Nice. Sogar mit dem Schrottenwagen. Gewonnen haben wir den Renntag schon. 6000 gibt es dafür. Schöne Sachen. So, wir nehmen die goldene Mitte. Bremsenpaket, okay. Kann nicht schaden. Eben haben wir gesehen, so gut bremsen konnten wir noch nicht. So. Ich werde den 350Z jetzt reparieren und zwar mit einem Gutschein. Zack. Haben wir noch drei, aber trotzdem. Das muss jetzt mal sein, weil wir haben noch ein Zeitfahren und jetzt werden wir den ersten Drift machen. Mit dem GTO natürlich. Ein Solo-Drift-Turnier. Das Driften mag ich auch, dass es jetzt dabei ist. Ich mag das wirklich. So. PS der anderen interessiert uns gar nicht. Der dürfte ein bisschen mehr haben als unserer, aber alles gut. Ich finde nur, unser sieht nicht so cool aus mit dieser Bowlingkugel oder was das da sein soll. Aber sonst müsste ich eine komplett neue Blaupause für den Drift erstellen. Ich finde es sehr, sehr schade, dass man es sich optisch ändern kann. So. Schlecht gedriftet. Das ist ja sehr gnädig. Kacke. 43% beendet, 257 Punkte. Das ist natürlich durchaus verbesserungswürdig. Aber das war in Ordnung. Auf der Strecke geblieben Bonus. 904. Ich glaube, das ist relativ scheiße. Ja, das ist relativ scheiße. Aber es fehlt gar nicht so viel nach oben. Siebter sind wir damit. War natürlich irgendwie auch nicht so einfach, wie ich fand, aber gut. 1489 zu schlagende Punkte. Also unser GTO sieht plötzlich ziemlich kacke aus. So, gut so, das war schon mal ein wenig besser, aber hier verkacken wir es irgendwie. Ja, da stehen wir ordentlich im Staub. So, hier rum. Hier rum. Und wieso hört der Timer dann da auf? Das ist mir doch glatt ein Rätsel. 1074, sind wir damit ein bisschen weiter vorne? Ja, auf Rang 3, ne? Aber es muss doch irgendwie noch besser gehen. Ich weiß nicht, wo die ganzen Punkte rausholen. Ne, wir waren letzter mit der Leistung jetzt. Glaube ich. Scheiße. Wieso sind wir so kacke schlecht? Also irgendwie erschließt sich mir das nicht ganz. Vielleicht mit Nitro arbeiten. Könnte ich mir vorstellen, dass das nicht zu dumm wäre, wobei das jetzt wieder ganz scheiße war. Wieso denn schlecht gedriftet? Was ist denn deren Problem? Oh Mann, war das scheiße schlecht. Eieiei. Ja, damit dürften wir sang- und klanglos letzter werden. Ja, Tatsache. Letzter Platz, Leute. Das ist natürlich eine richtige Watschen für uns. Und ja, mal sehen, ob die Dominanz uns dadurch jetzt tatsächlich flöten geht. Wir machen als nächstes jetzt mal das Zeitfahren erstmal. Ja, das Apex Glide Team, jeder hasst es, von Rio Watanabe und seinen Spackos. Vielleicht muss ich das Drift-Event sogar nochmal machen. Das wäre natürlich echt ärgerlich. Aber ich weiß auch nicht. Bin schon scheiße gefahren, aber jetzt nicht so krank scheiße. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich 500 Punkte rausholen soll. Oder wo ich da auf ein Hochgeschwindigkeitsschiff kommen sollte. So, Zeitfahren, drei Runden. Die Runden sehen relativ simpel aus. Aber Zeitfahren ist jetzt nicht mein allerlieblings-Event, weil es halt nicht hart Mann gegen Mann geht, sondern wirklich präzise. Du musst genau fahren und es einfach in einer Runde bringen. Die erste Runde wird sowieso nur Randtasten sein. Da will ich mir nur keinen allzu großen Schaden holen. Den leichten Schaden, der ist unvermeidlich. Da kann man mir erzählen, was man will. Also ich komme an dem nicht vorbei. So, hier wäre, glaube ich, eine schöne Passage, Nitro zu zünden. Die Kurve geht auch einigermaßen klar.
Der Tunnelausgang, okay. Wir sind schon mal über der Zielzeit. So. Oh ja, und die haben unsere Runden. Also deren Rundenzeit ist schon mal besser als unsere. Das ist interessant. Aber jetzt wollen wir es natürlich auch besser machen alles. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon alles auf eine Karte setzen, aber eigentlich habe ich es gerne, dass die zweite Runde dann wirklich die stärkste ist. So, und wie ich es prognostiziert habe, das Nitro geht hier richtig gut ab. Okay, das wäre jetzt nicht ganz so sauber. So, nun los, 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 los und beschleunigen. So, das sollte jetzt mal eine ordentliche Runde werden. 57 hat der erste vorgelegt. 55 ist die neue Bestzeit und die pulverisieren wir aber dicke. Oh ja, okay. Ich gebe zu, das war nicht ganz so galant gebremst, aber 5 Sekunden werden die nicht aufholen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Denn es war auch wirklich eine gute Leistung. Wir werden im Drift-Event wohl gewinnen müssen, um hier wirklich die Dominanz bei dem Renntag rauszuholen. Ansonsten wird das wohl nix. Und der Typ da hinten ist noch weit weg. Mit dem Typen da vorne werden wir wohl auch nicht mehr rankommen. Aber an unsere alte Rundenzeit befürchte ich auch nicht. Auch wenn das nochmal eine sehr ordentliche Passage war. Aber wir werden es mal sehen. 47, 48, 49, 50... Nee, nicht ganz, aber trotzdem geht der Sieg an uns. Ja, da hat nochmal einer eine 52er gefahren, also nicht schlecht. Aber wir holen den Sieg. Und jetzt noch das Drift-Event, Streckenrekord gebrochen. Coole Sache, Renntag-Fortschritt können wir mal gucken. Punkte bis zur Dominanz 2800. Okay. So, der unterste Drift, den hatten wir noch nicht genau. Rennen mit dem GTO, ja, der ist zwar beschädigt, aber gut. Also 2000 Punkte müssen wir hier holen. Nicht mehr den Sieg, aber eben doch irgendwas. So, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob wir hier wirklich so scheiße beim Driften sind. Gut, der GTO sieht auch schon richtig ranzig aus. Und jetzt ist er auch noch verbeult. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Man muss halt ein bisschen auf Tempo kommen. Hochgeschwindigkeitsdrift. Okay, das war wieder verkackt. Aber irgendwie komme ich mit diesen engen Kurven gar nicht zurecht. Gut so, danke. So, und rum hier. Na los, wenigstens noch ein bisschen was hier. Ja, 1300, das sollte schon mal nicht der letzte Platz sein, oder? 1700 hatte einer, krass. Aber es ist bisher zumindest nicht der letzte Platz. Aber die haben sich auch gesteigert. Ich hoffe, wir können uns auch steigern. Der Anfang war scheiße, das gebe ich zu. Das heißt, das gebe ich zu, das war einfach so. Das hat jeder gesehen. Aber ich finde das Drift noch ehrlich gesagt nicht so einfach. Unsere Motorhaube liegt schon mal frei. Das ist natürlich eine super Voraussetzung. Diese Kurve verkacke ich irgendwie immer. Dabei war der Drift eben eigentlich echt gut. Den hätten wir nur länger halten müssen. So, Eingang hier. Oh mein Gott. Das war ja so kacke. Das war richtig kacke. Schnell hier gegenfahren. Ja, letzter. Und wir sind auf Platz 5 zurückgefallen. Das darf doch nicht wahr sein. Wie krank sind die denn? Okay. Ja, ich hoffe jetzt auch. Jetzt hoffe ich es wirklich. So. Am Anfang gleich ein Hochgeschwindigkeitsdrift. Und dann wirklich bei der Kurve abbremsen, weil sonst kriegen wir die nicht.
drifte doch, Junge. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh Mann, ey. Wirklich. Ein ausgemachter Haufen Scheiße, den wir hier präsentieren. Naja, 1520 noch ein bisschen gesteigert, obwohl. Naja, da scheiße war. Gut, vierter. Ist jetzt nicht so gut. 10 Punkte hinterm zweiten, okay. 2770, reicht das? Reicht das? 68 Punkte fehlen uns. Okay, ich wollte aber sowieso den Eindrift, den müssen wir nochmal machen, wo wir so scheiße waren. Den müssen wir jetzt nochmal absolvieren. Auch wenn die Folge hier schon ein bisschen Überlänge hat, aber das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Ja, Maul. Also ich weiß nicht, was mit dem GTO los ist oder warum ich so scheiße bin, aber normalerweise haben wir das hier locker gewuppt. Nun gut. So. Wieso hier denn schlecht gedriftet? Kann mir das nicht mal einer sagen? So, und jetzt rum hier. Dann nimmt er das Ende nicht mehr. Okay, warum auch immer. Ja, das war wieder ein miserabler Auftakt. Aber gut. Boah, 1700 hat der erste schon wieder rausgeprügelt, ey. Mann, Mann, Mann. Jetzt aber los. Ich habe das Gefühl, auf der ersten Passage müssen wir irgendwie besser sein. Ein Mann allein gegen die Uhr, ja, komm. Das war doch mal ein Auftaktdrift. Auch wenn das jetzt wieder irgendwie scheiße war, aber ich habe das Gefühl, mit diesem Nitro-Drift kann man echt richtig viel rausholen. So. Und hier rum, du musst schon driften, Junge, du musst schon driften. 1387, das ist aber lächerlich. Gut, bester in diesem Lauf und zweiter. Mit einem Punkt Vorsprung. Aber gut, ich werde den Nitro-Drift da wieder probieren. Last round, guys. Jetzt wollen wir die Dominanz aber doch klar machen. Das war schon mal ein wenig solider. Jo, toller Drift. Und Tempo, 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 Tempo. Und hier nochmal rum. Jo. Das ist es. 1601. Damit sollten wir jetzt Platz 2 zumindest mal zementiert haben. Oder? Ja, zweiter. Komm, und das muss jetzt auch nicht Punkte geben. Danke, und damit sollten wir die Dominanz doch haben. Ich bitte euch. So sehr kann man den Renntag gar nicht dominieren. Jawohl. So, zack. Aufladungspaket für GTO. Wieder kein Wagen. Na gut. Wir verlassen den Renntag und reparieren natürlich unsere Schäden mit Gutscheinen. Da bräuchten wir langsam mal wieder welche. Aber gut, das war dieser Renntag mit leichter Überlänge, aber dann werden wir uns demnächst natürlich wieder einem neuen Renntag widmen und das dann in der nächsten Folge. Ciao.